Okay, und damit würde ich sagen, willkommen zurück zum Ranelturm. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich nicht zu diesem Schrein da gehe, weil der ist doch ein bisschen weit unten im Vergleich zu, naja, dem Zeug, wo wir jetzt hin möchten, sozusagen. Ob ich jetzt auf dem Weg den Turm da mir schnapp, ist noch fraglich. Also da bin ich noch nicht. Da ist er. Ah, ja, gut. Dann ist mein Plan klar. Dann schaue ich zuallererst zu dem. Oh, wie heißt das? Violetten. Und dann zum Turm und dann da rechts rüber. Wenn irgendwie möglich. Huh, das wird schwierig. Außerdem ist es dann ein neues Gebiet, aber. Ja. Ich habe gerade volle Heilung gemacht. Hab auch zusätzlich noch ein bisschen. Wie nennt man das? Ja, meine komplett stärkste Rüstung angezogen, was ich überhaupt so besitze. Und ja, es wird schwierig, da reinzukommen. Wo genau ist das Ding? Das wird echt schwierig, da reinzukommen. Ich sehe einen Schrein von da nicht einmal. Hast der jetzt verdammt gut versteckt, oder? Also anders können wir das nicht vorstellen. Ja, gut, dann schauen wir mal da rein. Kann ich das überhaupt da klimmen? Ist die andere Frage. Beziehungsweise, was leuchtet da drüben? Oh weh, Sidetracking. Ja, na, wenn was leuchtet und das habe ich nicht markiert, dann muss ich darüber. Es hilft alles nichts. Weil das finde ich sonst nie wieder. Nie mehr wieder, na. Okay, Schleicheffekt ist weg. Aber um das ist mir nicht gegangen, es ist mir um die Herzen gegangen. Okay, starke Gegner. Ah, und das Leuchten sind nur Gegner. Ah. Also so Schleime. Ach Gott. Jetzt haben sie mich gesehen. Oh, ist das crazy? Oh gut. Wahrscheinlich. Wo war der Schrein? Diese Richtung sogar. Jetzt muss ich noch checken. Aha, er will mich auf den Schrein da drüben hinleiten. Ich will die Gegner nicht vers. Hey, das ist ein Stall. Und da ist ein Lager. Oh weh, viel zum Tor. Ihr klemmt das geschwind. Schauen wir mal, ob ich die Gegner abgelenkt habe. Sehr gut. Na, das Lager gefreut mir nämlich überhaupt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja gut, na, dann versuche ich mal zur Richtung dem Schrein da zu gehen. Ist da unten, die interessiert mich zwar auch, aber. Nee, heute nicht. Das Schrein ist mir ein bisschen wichtiger. Im Moment. Vielleicht kehren wir ja wieder zurück. Schauen wir mal. Und vielleicht ist ja genau da der Schrein. Ja, schau, perfekt. Wie habe ich den überhaupt erblickt? Das ist die Frechheit. Ich habe keine Ahnung. Wow, hallo. Ritterbogen. Ja, Moblinknochen zerbricht gleich. Ist voll okay. Well, da habe ich zwei weitere. Ich kann auch nicht aufheben, aber. Okay, ich muss aber ganz kurz. Wo ist es? Bogen. Eben nicht einen Bockbuben. Irgendwo einmal mitgenommen. Und der Ritterbogen ist deutlich besser. Okay, aber trotzdem, willkommen beim Tamurschrein. Ich würde sagen, den machen wir jetzt ganz geschwind und schauen wir mal. Okay, und da sind wir auch schon da. Feuer öffnet den Weg. Feuer. Ich hab Feuerpfeile. Was mein beschissenster Bogen? Witzig, der Zora-Bogen. Okay.
Wahrscheinlich muss ich das alles verbrennen. Wie viel Schätze sind da? Eigentlich soll ich alles verbrennen. Ah, Moment. Das Feuer. Haha. Okay. Brauche ich keine Feuerpfeile verschwenden. Weil ich kann einfach alles so anziehen. Ah, da ist der Weg. Okay. Dann vermute ich mal, den Rest brauche ich dann nicht. Oder so. Na gut. Hilft dir nichts. Mhm. Verstehe schon. Ich zünde mal so. Einfach pro forma. Okay. Ah, das brennt auch. Sehr geil. Ist die Schatztruhe brennend? Sie fängt? Ja, sie ist brennend. Okay. Aber Opal zum Glück nicht. Okay. Da haben wir Schatztruhen. Ein Schlüsseltor? Ist das das erste Mal, wo man... Ein Schlüssel? Okay. Wie kommen wir da rein? Oh, das Ende. Okay. Ah, Moment. Lieber zuerst schon. Nicht, dass ich mich screw. Oh, na? No. Schaut logisch aus für mich. Ah, da ist auch noch was drinnen. Oh, nice. Da haben wir nämlich an Steinspalter Angriffskraft plus 9. Ich glaube, das erste Mal, wo wir sowas sehen. Warte. Na, das geht gar nicht. Also echt nicht. Wer braucht einen Mobbling noch? Ganz ehrlich. Weg damit. Okay, meine Waffentasche ist jetzt wieder voll, aber ich hab geiles Zeug mit. Also, wenn man da mal schaut, Steinspalter, ja, ein paar Low-Level-Sachen zum so da. Und mein ganzes Zeug von vorher. Also, meine Waffentasche ist jetzt gut aufgestellt. Das passt sehr gut. Außerdem kann ich so, glaube ich, ja. Also, oder nicht? Wäre vielleicht die Sparversion gewesen. Naja, was ist? Was ist? Da ist das Ende, aber das ist mit einem Schlüsseltor versperrt. Also. Ich glaube schon, dass das geht. Ich weiß, ich hab's im letzten Schrein auch so versucht. Aber ich glaube, es geht. Oh, ich habe einen Rubin hinter mir gehört. Jawohl, es geht. Dang it, ich muss eine bessere Reaktionszeit haben. Okay. Hat sie das mit Rubin auszahlt, bin ich mir nicht sicher. Ich brauche jedoch. Ja gut, verschwendet mal ein bisschen was. Zuerst den Bocklin, dann den Moblin und dann. Ja. Und dann wünscht mir Glück, dass ich diesmal bessere Reaktionszeit habe. Ja, genau so. Okay, na, funktioniert. Ja dann, schnapp mir mal den Schlüssel, oder? Kleiner Schlüssel. Ha, okay, cool. Und da drin ist was? Aro. Ob sie dies außer das andere Volk, aber gehen wir aus. Hallo?
Help? Okay, magnetisch. Ah, na, das ist, na. Aber wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert magnetisch erst recht nicht. Bombe? Oh. Im Ernst jetzt? Ich glaube, ich habe mich gerade eingesperrt. Moment. Moment. Wichtiges. Ah, nein, das ist doch nicht bei Wichtiges dabei. Wo sind die Schlüssel? Ich muss mir den Schlüssel ganz kurz anschauen. Okay, das geht nicht zum Anschauen. Dang it. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert hätte. Also, im normalen Wege. Einfach mit Magnetmodulen Schlüssel sozusagen drüber heben, über dieses Loch da. Und ich mach so Okay, müssen wir uns herauswarpen und dann das Ding nochmal machen. Okay, aber diesmal denkt es euch einfach, ich hab's jetzt fertig gemacht. Ich mach's offscreen. Okay, passt. Damn it. Gut, dass das auswarpen auch geht. Puh, sonst wäre das schlimm. Okay, habe ich es jetzt endlich geschafft. Ach, das war ja eine Sache, sagen wir es mal so. Na gut, aber ich würde sagen, ich erklimm mal dieses Ding da. Berg, was auch immer. Wie man es nennen will. Das funktioniert so nicht. Bin sogar schneller, wenn ich das tue. Insgesamt, als wenn ich es auf normalem Wege probiere. Ah, mei. Dann erklimmen wir das. Und dann sollten wir, glaube ich, Richtung meiner blauen Markierung laufen. Ja, gut. Dann tun wir das. Da waren wir sogar auch schon ganz in der Nähe. Obwohl, den Turm. Ah ja, den hätte ich jetzt fast vergessen. Wo ist der Turm? Ich sehe nicht. Wahrscheinlich muss ich noch weiter rauf. Aber, bevor man das dann... Schauen wir da kurz rüber. Vielleicht ist ja etwas. Ich höre Sachen. Ihr hört die Sache. Ah, das ist das da unten. Was ist das? Was ist das? Ah, damit. Eldin-Strauß. Interessant. Ja, na, okay. Da ist der Strauß. Sagen wir es so, da ist der Strauß. Ja gut, aber zuallererst auf zum Turm. Ich hoffe, der wird nicht so schwierig. Ja, was ist das? Da haben wir ein Sprottpfeilchen. Okay, gut. Und dann sind wir eh schon oben. Und der Vulkan Eldin schreit schon. Das ist unsere Markierung. Blau, ja, sehr gut. Sonstige Schreine. Das heißes Wasser. Ist das zu heiß? Bin mir jetzt nicht sicher. Naja. Ich gehe mal da weiter. Ich glaube, das ist eine Idee. Ich glaube, ich sollte mit dem nicht Richtung Turm begeben. Und ich bin noch immer nicht auf der gleichen Höhe, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das Wasser da berührend safe wäre. Beziehungsweise, was ist da drüben? Beziehungsweise, ach Gott, so viel beziehungsweise. Okay.
Da ist Stall. Hast du also. Ah nein, ist das blau? Ah Gott, dang it. Ja, das ist der blaue Stall. Wisst ihr was? Na, dann lässt man den Turm einfach aus. Was ist nämlich dieses Ding? Aha. Schaut aus wie ein Gegnercamp? Fragezeichen? Hm. Muss ich jetzt was möglich hinstellen, ja. Na gut, aber der Stall am Berge. Ich nehme mal ein bisschen Zeug mit. Was das nehmen? Achso, einfach Fass nehmen. Logisch. Okay. Oh, hi du. Kashiwa, wie geht's? So, ja, mir ist es wohlergegangen, danke. Falls du dich gefragt hast, was mit dem Lied auf sich hat, das ich am Stall spiele, gibt verschiedene Theorien. Mhm. Natürlich möchte ich es hören. Legen wir los. Oh. Danke fürs Zuhören. Ja, also, ich glaube, ich habe so mal schon mal eine ähnliche Version gehabt. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht teilweise sogar das ausgeschnitten habe. Aber schauen wir mal. Noch nicht ganz, aber hey. In dem Aufzug? Ja, weiß ich nicht, das meine Klettergewand. Ab der zweiten Etappe ist es so heiß, dass man buchstäblich in Flammen aufgeht. Oh. Okay, ich merke mir das, Karte. Ich werde jetzt noch nicht. Okay. Hi, Terry übrigens. Oh, ihr Besuch ehrt. Hi. Ist das etwa? Ja, was? Ausdauerkäfer? Feenwasser? Feenherrscht. Wir tauschen, ja? Was ist dies? Diese Medizin trägt die Heilkraft der Feen in sich und riecht leicht und süßlich. Horst. Dieser bessere Fee? Was hast du denn? Fettkröte, Maxi-Echse. Maxi-Echsen sind schon interessant, aber... Na, danke. Okay. Na gut. Ja, den Eisenhammer nehme ich, weil... Okay, interessant. Das ist eine Quest. Natürlich, am Stall gibt es immer eine Quest. Wie malen. Was los? Mero. Bildes? Ui, das schaut aber schön aus. Osu, der Besitzer dieses Stalls hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemacht. Osu. Aha, aha. Ah, da ist der Stall, da ist der Vulkan, ja. Na cool. Südansicht des Stalls. Und dieser Schrein links im Bild. Ich glaube, da war ich schon. Okay. So geht's auch. Ich glaube, da war ich schon. Super, Herst. Okay, hi. Übernachtung, normales Bett. Ja, gut. Nichts Interessantes. Okay, in dem Fall würde ich sagen, wir haben ja doch nur einen offenen Schrein. Also... Mach ich denn jetzt ganz geschwind. Hallo Eselchen, oh, bist du süß. Und ja, dann können wir uns auch jederzeit zu diesem Schrein da zurückwarpen. Und naja, dann mache ich noch geschwind die Akala-Schreine und dann sind wir, glaube ich, größtenteils durch.
Kann ich das mitnehmen? Nein. Okay. Was nicht will, das will nicht. Meh. Hilft nix. Der Boa Kishito-Schrein. Mhm. Gut.